Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass die Grünen anscheinend nicht erkannt haben, jedenfalls aus meiner Sicht, dass ein Festhalten an Annalena Baerbock ihre Wahlchancen sehr stark reduziert und es sehr viel cleverer gewesen wäre, auf Robert Habeck umzuschwenken. Es zeigt sich außerdem relativ eindeutig einmal wieder, wie das Zusammenspiel zwischen Parteien und Medien funktioniert. Also in dem Fall zwischen Altparteien und Altmedien. Gucken wir uns zunächst den Verlauf an. Die Berliner Runde. Der Lebenslauf war noch gar kein Thema. Also jedenfalls nicht von Tina Hassel, die später Annalena Baerbock ganz stark drangsaliert hat. Gehen wir weiter zu den Grünen. Frau Katrin Göring-Eckardt, Sie sind in dieser Runde, das muss man mal betonen, die einzige Ostdeutsche. Und wir müssen feststellen, dass Ihre Partei zwar zugelegt hat, aber längst nicht so wie erwartet. Also der Traum der Zweistelligkeit, der ist geplatzt. Und kann man wirklich den Anspruch haben, einen Kanzler, eine Kanzlerin zu stellen, wenn man in Ostdeutschland doch solche Schwierigkeiten hat? Frau Baerbock, der kreative Umgang mit Ihrem Lebenslauf. Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich toller, als Sie eigentlich sind? Frau Baerbock, jetzt sagen Sie schlampig, aber Sie gelten eigentlich als Perfektionistin. Wie kann Ihnen dann sowas passieren? Ist das der Druck, bevor der Wahlkampf eigentlich wirklich begonnen hat? Ist Kanzlerkandidatin dann vielleicht doch eine Nummer zu groß? Jetzt haben Ihre Berater das alles nicht geprüft und Sie bewerben sich ja jetzt nicht um einen Nebenjob in der Kneipe. Die Frage ist da, ist das das Level an Professionalität, was wir von einer Grünen im Kanzleramt erwarten können? Und deshalb ganz konkret die Frage, da kommt nichts mehr, das war's jetzt oder müssen Sie noch mal irgendwann irgendwas korrigieren? Was in Zukunft sich in meinem Lebenslauf noch ändert, das weiß ich natürlich nicht. Aber rückblickend ist es jetzt das, was es ist. Aber das Vertrauen ist jetzt ein Stück weit natürlich weggegangen und Sie werden vielleicht ein wenig zum Risiko für die grüne Kanzlerkandidatur. Wäre es dann nicht, wenn das heute auch schon in der Presse zu lesen war, eine Überlegung wert, möglicherweise die Kanzlerkandidatur doch an Robert Habeck weiterzugeben? Frau Baerbock, aber bleiben wir noch ganz kurz, bevor wir auf den Parteitag gucken, bei Vertrauen. Und Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Und wenn man jetzt die neuesten Zahlen vom aktuellen ARD-Deutschland-Trend anguckt, dann verlieren Sie 12 Prozentpunkte und Sie rutschen beim direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten von Platz 1 auf Platz 3 weit abgeschlagen hinter Herr Laschet und Herrn Scholz. Wie wollen Sie das wieder aufholen? Jetzt haben manche gesagt, das Interview wäre doch noch relativ harmlos gewesen. Aber man muss auf den Inhalt gucken, auf die Rahmenbedingungen. Es waren 5 Minuten von 15 Minuten und es waren die ersten 5 Minuten. Es war also nicht eine Frage nebenbei, die Baerbock dann beantwortet, sondern es ging dann immer weiter und immer weiter. Und vor allen Dingen haben die Medien auch schon konkret die Frage gestellt, ja, wollen Sie es nicht, soll es nicht Habeck machen? Also das ist brüskierend. Und warum haben die Altmedien das gemacht? Sie haben gesehen, okay, erst dachten sie, sie können das unten halten. Sie thematisieren das nicht groß. Also man kann natürlich ganz sicher sein, wenn jetzt ein AfDler, wenn dem sowas passiert wäre, dann wäre das anders in den Medien gewesen. Aber so war es immer so ein bisschen als Nebensache, wurde das so gehandhabt. Also auch bei Spiegel und Welt, was ich so verfolge, da wurde dann noch beklagt, dass es eigentlich unfair ist, dass Baerbock da dass so kritisch mit ihr umgegangen wird. So ein bisschen weinerlich und so hoffend, es hat auch schon so ein bisschen wie eine Hoffnung gewirkt, dass das Thema erledigt ist. Man will eigentlich nicht darüber reden. Und dann haben aber die Medien anscheinend gemerkt, das geht nach hinten los. Für sie, das Risiko ist zu groß. Den Leuten ist es zu wichtig. Sie finden sich nicht damit ab. Und damit wird dann auch ihre Glaubwürdigkeit beschädigt, wenn sie nicht stark darüber berichten. Jedenfalls, warum auch immer, kam anscheinend plötzlich das Umdenken. Und sie haben dann beschlossen, die Altmedien, okay, mit Baerbock, das geht nicht mehr. Die sollen Habeck nehmen. Die muss weg. Auf jeden Fall ist bei der Berliner Runde noch ganz eindeutig zu sehen, dass Tina Hassel Göring-Eckardt nicht befragt hat nach dem Lebenslauf direkt. Sondern Göring-Eckardt dann noch so dreist war, sich darüber zu beschweren, dass Baerbock damit konfrontiert wird. Das hat dann ja der CSU-Generalsekretär, hat es dann ja auch angemerkt.
wenn ich mir anschaue, wie auf die einzige Frau im Rennen gerade draufgehauen wird, wie Vorwürfe weit unter der Gürtellinie auf eine Frau gezogen werden, dann finde ich das nicht nur absurd und unterirdisch, sondern das entmutigt viele andere Frauen auch, überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielen zu wollen. Inzwischen melden sich massiv viele Frauen aus anderen Parteien, manche sogar öffentlich, wie aus der SPD beispielsweise, mehrere, die sagen, wir wollen nicht, dass so mit Spitzenfrauen in der Politik umgegangen wird. Und das ganz klar und eindeutig. Wenn man einen fairen Wahlkampf machen will, dann muss man dem standhalten. Die Ungereimtheiten beim Lebenslauf von Frau Baerbock, das haben Journalistinnen und Journalisten enthüllt und recherchiert. Damit haben wir nichts zu tun. Ich verstehe, wenn Sie auf den Lebenslauf angesprochen werden oder die Frage der Steigerung der Benzinpreise. Sie haben aber ich fand den Punkt schon entscheidend. Ich möchte es noch anfügen. Sie haben vorhin gesagt oder einen unfairen Wahlkampf beklagt. Aber Frau Göring-Eckardt, Sie werden doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Frage, ob man alles in seinem Lebenslauf korrekt angegeben hat oder dass man die Nebeneinkünfte ordnungsgemäß gemeldet hat, dass das eine Frage von Mann oder Frau ist. Da würde ich doch wirklich dringend darum bitten, dass der alle dieselben Maßstäbe gelten. Es ist überhaupt das Merkmal der Grünen, sich über alles zu beschweren, sich massiv zu verteidigen. Davon kann die AfD lernen. Bei den Grünen ist natürlich so, sie beschweren sich über Dinge, über die sie sich eigentlich gar nicht beschweren dürften. Sehr wahrscheinlich ist es den AfD dann zuwider, sich zu beschweren, weil sie auch dann das Gefühl haben, vielleicht ist es ja übertrieben, mich zu beschweren. Und das ist ein riesiger Fehler. Weil sehr wahrscheinlich verfängt das oft. Also jetzt bei Göring-Eckardt hat das jetzt nicht funktioniert, aber wahrscheinlich hat es zu einem gewissen Grad doch funktioniert. Weil Göring-Eckardt schafft allein durch die Schilderung eine Realität. Wenn sie jetzt schildern, das ist ganz ungerecht, wie mit Baerbock umgegangen wird, dann haben die Zuschauer, die das nicht so genau wissen, für die wird eine Realität geschaffen. Die arme Baerbock. Also für die Mitläufer. Aber das hat jetzt nicht funktioniert, weil mit dem Lebenslauf, es war dann zu eindeutig, zu offensichtlich, es kam dann zu oft was, es war zu peinlich. Warum aber kann sich Baerbock jetzt nicht einfach davon erholen? Es könnte doch jetzt wieder bergauf gehen, der Lebenslauf, der ist jetzt Geschichte und ja, und jetzt punktet sie wieder mit ihrem Aussehen und mit ihrer Ausstrahlung, dass sie fotogen ist und ja, möglichst wenig sagen und dann passt das ja wieder. Also wie es jetzt in der Vergangenheit gewesen ist. Hier ist jetzt ja gleich der nächste Fehler passiert, dieser Ausrutscher am Ende, dass das Mikrofon an war und ja, sie sozusagen es nicht gepasst hat. Also sie sich gefreut hat, tolle Rede und ich bin ergriffen und dann kommt dieses Schimpfwort und das passt natürlich eigentlich nicht zu ihrem Gesagten, zu der Stimmung, die am Ende der Rede herrschen soll. Und das ist natürlich unprofessionell. Ich habe mich also interessiert, warum sie das gesagt hat und habe mir die ganze Rede angeschaut. Und dabei ist mir bewusst geworden, was die Stärken von Baerbock sind und was die Stärken von den Grünen überhaupt sind. Auffällig ist der Hintergrund mit den Bäumen. Er suggeriert Nachhaltigkeit. Ist ja schön. Der Mensch ist in der Natur, die Natur ist lebensnotwendig und wir wollen die Natur erhalten. Wir wollen die Erde erhalten. Vor dem Untergang. Das strahlt Sicherheit aus. Weil Nachhaltigkeit ist für den Menschen ganz wichtig. Wahrscheinlich ist dieses Sicherheitsbedürfnis ganz tief im Menschen unterbewusst verankert. Aus Erfahrungen in der Vergangenheit. Nehmen wir als Beispiel das Aussterben des Mammuts. Die Menschen sind also nach Europa eingewandert und da waren überall diese schönen dicken Tiere, die man ja bestens jagen konnte. Und sie haben also gejagt und gejagt, aber die Mammuts, die waren nicht darauf vorbereitet. Also sie waren evolutionär nicht so ausgerichtet, genug Junge zu bekommen, als dass sie diesen Jagddruck standhalten können. Im Gegenteil zu Afrika, wo sich die Tierwelt angepasst hat. Aber als die Menschen also neu nach Europa reinkamen, da war es also erst das Paradies. Und dann wurden die Mammuts immer weniger. Und sehr wahrscheinlich haben die Menschen das damals auch gemerkt. Es werden immer weniger, wir dürfen eigentlich nicht mehr jagen. Aber die Menschen waren wahrscheinlich oft knapp vorm Verhungern und haben sie natürlich weitergejagt. Und irgendwann waren die Mammuts dann ausgestorben. Es war wahrscheinlich eine dramatische Szene, als das letzte Mammut erlegt wurde. Jedenfalls gab es wahrscheinlich sehr oft solche Erfahrungen. Und deswegen ist dem Menschen intuitiv Nachhaltigkeit ganz wichtig, weil es geht darum, ums Überleben. Und es ist ja jetzt ein bisschen das Gleiche. Wir sind jetzt so ein bisschen ins Paradies gekommen.
Wir bauen die ganzen Rohstoffe ab, aber wir wissen auch schon jetzt ganz genau, die Rohstoffe sind irgendwann weg. Und das, die Grünen sagen jetzt ganz einfach, oder Annalena Baerbock, sie strahlt also, sieht gut aus, ist positiv, euphorisch, dann ja, wir machen das doch dann ganz einfach, ist doch klar, wir müssen jetzt einfach die Kohlekraftwerke ausschalten. Das ist doch ganz logisch. Und der Zuhörer denkt sich, ja, klar. Und die nette Annalena, sie ist ehrlich, unverbraucht, sie tut das Richtige, sie ist nicht so gierig, sie macht das Richtige. Sie ist moralisch, sie ist nachhaltig und nur das hat Zukunft. Die Nachhaltigkeit hat Zukunft, deswegen wählen wir die Grünen. Es braucht dafür ein Dreiklang: Anreize und Investitionen, ein Preis, der lenkt, und aber auch Regeln, also Ordnungsrecht. Und das ist nichts Neues. Auch das war immer wieder Treiber für Innovation in unserer Geschichte. Die Gefahr des Ozonlochs, ich war damals noch kleiner, manche haben das ein bisschen aktiver noch erlebt, die wurde vor 30 Jahren gebannt, weil FCKW international verboten wurde. Da gab es damals auch einen Teil der Wirtschaft, die mit großen Protesten vor dem Ende des deutschen Kühlschranks warnte. In Wahrheit hat es in einer Kürze der Zeit Innovation ausgelöst. Und ehrlich gesagt, heute vernisst niemand FCKW in seinem Kühlschrank. Und genauso wird es auch mit den Ölheizungen in unseren Kellern sein, die dem Klima schaden und für die wir bessere und saubere Alternativen wie Wärmepumpen haben. Genauso ist es auch bei den Autos, wo das E-Auto sauberer und auch leiser in Zukunft fährt. Das Ende vom Alten ist auch ein Aufbruch zu was Neuem, zu mehr Freiheit. Und an diejenigen, die gerade mit aller Macht versuchen, Innovation und Freiheit zu verhindern, den sage ich, und ich kämpfe mit allem, was ich habe, dafür, dass unsere Kinder auch in Zukunft in Freiheit leben können. Und es wirkt, also den Anfang der Rede fand ich sehr stark, was heißt sehr stark, aber ich gucke jetzt nicht so auf grün reden. Es hat mich dann aber doch, dieser Effekt, ich habe dann nachvollziehen können, warum Leute die Grünen wählen. Weil das natürlich erstmal überzeugend wirkt. Und man sieht auch, diese Reden, das kann Baerbock, glaube ich, ganz gut. Also sie ist mit der Stimme gut hoch und runter gegangen, hat Emotionalität ausgestrahlt, jedenfalls am Anfang. Und sie ist einfach fotogen. Und der Mensch ist oberflächlich. Und auch wenn man es sich nicht eingestehen will, wahrscheinlich ist das Aussehen ist sehr wichtig. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass die beiden AfD-Vorsitzenden Chrupalla und Weidel sind auch Leute, die eher gut aussehen, vital aussehen, jung aussehen. Das wird aus meiner Sicht auch überschätzt, dass die Wichtigkeit des Aussehens. Das will ich jetzt nicht sagen, dass es nur das ist. Jedenfalls ist es bei Baerbock ein Pluspunkt. Der wirkt. Dann dieses fotogene Lächeln auf den Fotos. Und wahrscheinlich wäre es für Baerbock gut gelaufen, wenn sie möglichst unscheinbar sich auf den Fotos bis zur Kanzlerschaft lächeln kann. Sie nur irgendwelche Standard-Interviews abgibt, wo sie dann irgendwelche Plattitüden abgibt, wo die Leute aber sowieso nicht genau zuhören. Und ansonsten vielleicht mal irgendeine Ansprache hören. Und dann ist schon die Wahl und dann ist sie Kanzlerin. Das hätte funktionieren können. In der Rede auch diese Beschimpfung von Rassismus. Es wirkt, denke ich, für den unvoreingenommenen Zuschauer, es wirkt glaubwürdig. Das ist natürlich damit die AfD gemeint. War gar keineswegs, dass eine demokratische Gesellschaft ohne Konflikte auskommen oder auskommen soll. Im Gegenteil, es gibt sie als Interessenskonflikte oder als Meinungsstreit. Und Streit mit Anstand und Respekt ist ja gerade das Zeichen einer kritischen Öffentlichkeit in einer funktionierenden Demokratie. Wir müssen uns den demokratischen Streit um die großen Fragen, das öffentliche Ringen um die richtigen Lösungen nur endlich wieder zutrauen. Denn nur so haben wir die Chance zu neuer Einigung, zu nachvollziehenden Kompromissen und Bündnissen zu kommen. Machen wir diesen Sommer zu einer Hochzeit des demokratischen Rings
um die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes. Aber es gibt auch Bereiche, wo es keine zwei Meinungen geben darf. Antisemitismus und Rassismus sind keine Meinung. Sie sind ein Angriff auf die Menschenwürde. Wer hier herumlaviert, zieht der liberalen Demokratie den Boden unter den Füßen weg. Es gibt hier kein Verharmlosen, kein Wegsehen. Und dann geht es noch weiter mit Nord Stream 2. Gerade gegenüber autoritären Regimen sollte unsere Außenpolitik daher ein Zweiklang sein. Dialog und Härte. Ja, natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen. Aber wir können nicht schweigend zuschauen, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten, Blogger aus Flugzeugen entführt und Frauen in Belarus verhaftet und außer Landes gebracht werden. Europäerinnen dürfen nicht nur zuschauen, ob große Infrastrukturprojekte rentabel sind, sondern wir müssen auch die Interessen dahinter erkennen. Wie bei Nord Stream 2, die gegen die außenpolitischen Interessen Europas und unsere osteuropäischen Freunde gerichtet ist. Und deswegen halte ich diese Gaspipeline für falsch. Wenn es der AfD schon gelingt, glaubhaft zu machen, dass diese Vorwürfe mit dem Rechtsextremismus, dass sie unausgewogen sind, dass sie Täuschung sind, dass der Bürger manipuliert wird, dass hier nicht mit gleichem Maß gemessen wird. Das ist natürlich vielleicht bei 35.000 Leuten gibt es immer was, aber dass die Leute getäuscht werden. Und dann ist es für die Grünen ist ja die Glaubwürdigkeit das A und O. Auch für Baerbock. Und dann klappt die Glaubwürdigkeit schon zusammen. Der Lebenslauf, der zeigt sehr viel bei Baerbock. Auch sehr viel, was ungut ist für Baerbock und für die Grünen. Weil erstmal zeigt es eine gewisse Oberflächlichkeit, scheinbare Oberflächlichkeit. Baerbock will gut dastehen vor den Leuten. Und sie möchte ein bisschen angeben. Das heißt, gute Abschlüsse möchte sie in ihrem Lebenslauf drin haben. Und schummelt da, was halt jetzt jeder gemerkt hat. Was heißt das? Sagen, ich bilde mir was auf Abschlüsse ein. Ich kann nicht so überzeugen, wie ich bin. Ich muss die Abschlüsse mir schön schreiben. Und dann haben die Leute wahrscheinlich auch nicht dieses Statement vergessen mit Robert Habeck, wo sie so ein bisschen so getan hat, ich bin ja die Hochgebildete und du bist vom Land und melkst die Kühe. Was dann irgendwie vielleicht zu witzig gemeint sein soll, aber was natürlich schon so ein bisschen rüberkommt. Ich bin hier die Gebildete, hab studiert, hab hier einen Masterabschluss und du bist halt eher so der Hemdsärmelige vom Land. Das haben die Leute wahrscheinlich nicht vergessen. Und dieses Stigma, das wird sie auch nicht mehr los. Und vor allen Dingen jetzt kommen Interviews und Interviews sind nicht ihre Stärke. Es wirkt immer so ein bisschen auswendig gelernt und sie geht da nicht mit der Stimme so gut hoch und runter wie in den Reden. Wo man also wirklich merkt, wie sie diese rhetorischen Mittel anwendet, also emotional mit der Stimme, ausdrucksstark, dann Pausen einlegen, sondern in Talkrunden oder in Interviews, dann redet sie eigentlich ziemlich gleichförmig, schnell und monoton und auswendig gelernt wirkend. Also das ist ganz sicher keine Stärke von Baerbock. Diese negativen Eigenschaften, die übertünchen natürlich umso mehr ihre Fotogenität, je mehr sie gefragt sind. Und das wird sehr wahrscheinlich nicht besser werden, sondern ich würde mal vermuten, die Grünen werden so 10-15% bekommen. Also Baerbock, denke ich, kann man als Kanzlerin, kann man definitiv abschreiben. Aber Laschet als Kanzler ist jetzt auch nicht besonders toll. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Und was ihr denkt, wie viel Prozent die Grünen bekommen. Macht's gut.